Demonstrationen gegen Antisemitismus in Frankreich. Tausende Menschen sind am Abend in mehreren Städten auf die Straße gegangen. Sie wehren sich gegen zunehmende Judenfeindlichkeit im Land. Zu dieser Kundgebung auf dem Place de la République in Paris hatten die Sozialisten aufgerufen. Nur die rechtsnationalen Parteien waren nicht eingeladen. Viele Franzosen wollen ein Zeichen setzen. Die Menge spricht für sich. Frankreich muss sich erheben. Man sieht ja, was passiert. Man weiß, wie es anfängt und wie es endet. In Frankreich gab es zuletzt vermehrt antisemitische Vorfälle, wie hier im Elsass, als unbekannte jüdische Gräber schändeten. Allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl antisemitischer Straftaten in Frankreich um 74%. Dagegen gehen sie auf die Straße.